Wie viele Tools hast du eigentlich im Einsatz? Man hat da ein Tool, da ein Tool, da ein Tool. Super cool. Problem bei allen Tools ist nur, die miteinander zu verknüpfen oder Daten untereinander auszutauschen. Das funktioniert bei den meisten Leuten nicht und dann hat man eigentlich nachher mehr Durcheinander, als man eigentlich haben wollte. Dafür gibt es eine Lösung. Willkommen bei Tooltime. Das Beste, für die Lösung, die ich dir heute zeige, brauchst du kein Programmierer sein. Also, wenn du ein Programmierer bist, ist das toll, aber du musst kein Programmierer sein. Eines meiner Lieblingstools oder eines meiner Lieblingssoftwarelösungen ist Zapier. Mit Zapier kannst du genau das machen, was ich am Anfang gesagt habe. Du kannst bestimmte Dinge miteinander verbinden, die sich eigentlich nicht miteinander verbinden lassen. Stell dir das mal so vor wie Patex oder Tesafilm oder Sekundenkleber. Was nicht passt, wird passend gemacht. Gab es mal einen sehr guten Film übrigens zu. Das heißt, du kannst verschiedene Tools, verschiedene Dinge miteinander verbinden. Jetzt stellst du dir vielleicht gerade die Frage und sagst, Felix, wofür soll ich denn überhaupt irgendwas verbinden? Was hat das denn für einen Sinn? Dazu kommen wir jetzt. Ich sag dir mal ein Beispiel. Jemand füllt auf deiner Webseite ein Formular aus. Was passiert normalerweise? Du kriegst eine E-Mail zugesendet. Super. Ja? Jetzt willst du das aber eigentlich so haben, dass jeder, der dieses Formular ausfüllt, dass diese Daten, die derjenige ausgefüllt hat, automatisch in einer Google Sheet Liste, also wie in so einer Excel Liste landen. Der Name, der Vorname, die Anfrage, das Datum. Das heißt, dass du zum Beispiel automatisch siehst, wie viele Anfragen kriegen wir im Monat? Was sind das für Leute? Sind das Männer? Sind das Frauen? Was haben die in die Formulare eingetragen? Oder. Oder ein anderes Beispiel. Du sammelst Tipps für ein Buch. Jetzt kannst du dir all diese Tipps per E-Mail schicken lassen oder diese Tipps landen automatisch in dieser Google Sheet. Das heißt, Zapier macht Folgendes. Stellt eine Connection her zu deiner Website. Super easy, super einfach, total cool zu machen. Und verbindet dann deine Website wiederum mit deinem Google Sheet Account. Das heißt, diese beiden Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, werden mittels Zapier zu allerbesten Freunden. Finde ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Anderes Anwendungsbeispiel. Du postest regelmäßig auf Instagram oder auf irgendwelchen anderen Social Media Kanälen. Du willst aber auch, dass das auf anderen Kanälen gepostet wird. Auch das kann Zapier für dich übernehmen. Weil Zapier erkennt, hier ist ein Post gewesen und weil hier ein Post gewesen ist, soll dort automatisch auch einer erscheinen. Oder etwas Neues ist in deinem Blog erschienen, dann soll automatisch auch das oder das zum Beispiel bei Instagram gepostet werden. Finde ich mega hilfreich. Auch was du damit zum Beispiel cool machen kannst, ist, wenn du regelmäßig auf Instagram postest, kennst du das vielleicht, irgendwie hat man seine eigenen Beiträge eigentlich nirgendwo. Wir haben das quasi so, wenn bei uns bei Instagram etwas gepostet wird, landet der Beitrag, der gepostet wurde, automatisch in meiner Google Drive. Das kann auch automatisch in deiner Dropbox sein, das kann auch automatisch in deiner Microsoft Cloud-Lösung sein. Whatever, gar kein Problem, genau diese Dinge sozusagen zu machen. Das Schöne bei Zapier ist, du findest dort Templates. Das heißt, du findest Vorlagen für bestimmte Verknüpfungen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Verknüpfungen es da gibt. Du kannst dich einfach mal darauf rumtreiben. Du kannst also zum Beispiel sagen, ich möchte gerne das verknüpfen und dann zeigt Zapier dir automatisch an, könnten wir oder machen viele mit dem oder dem oder dem. Das heißt, du kannst hier auch die sogenannten häufigsten Zaps, und das finde ich total geil, wenn du das gecheckt hast, ist es echt eine Bombe, du kannst die häufigsten Zaps durchsuchen. Das heißt, du kannst quasi hingehen und sagen, hey, zeig mir mal die meisten Verknüpfungen an, die andere angelegt haben, weil du dadurch vielleicht auf Ideen kommst und sagst, ach, wie cool ist das denn bitte? Ich kann das mit dem verknüpfen. Ich kann hier Pinterest mit meiner Website verknüpfen. Ich kann hier eine Liste mit meinem WordPress-Blog verknüpfen oder was auch immer. Das Tolle bei Zapier ist, du kannst damit komplett kostenlos starten. In der Grundversion mit einigen Funktionen und einigen Zaps kannst du quasi schon komplett kostenlos starten. Und wenn du dann später auch eine Bezahlvariante hast, die du auch für ein Apple und ein Ei kriegst, kannst du auch mehrere Schritte anlegen. Beispiel, jemand füllt bei mir ein Formular aus. Die Daten, die er ausgefüllt hat, landen automatisch in einer Google-Liste und gehen dann automatisch wiederum zu meinem E-Mail-Konto. Das heißt, ich kann auch mehrere Dinge hintereinander knüpfen. Das heißt, wenn eine Sache passiert, soll nicht nur eine andere, sondern zwei, drei, vier oder irgendwas passieren.
Und ich bin ein Riesenfan von Automatisierung. Und Zapier hilft dir dabei, genau diese Dinge zu automatisieren, Sachen miteinander zu verknüpfen, die sich eigentlich überhaupt nicht miteinander verknüpfen lassen und so noch mehr zu skalieren, automatisieren und einen besseren Überblick darüber zu haben, was in deinem Unternehmen eigentlich passiert. Ziemlich geil, oder? Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche Tools du so nutzt und ob du auch Zapier schon mal benutzt hast. Und schreib mir mal rein, welche Tools wir uns vielleicht noch anschauen sollten, die dir beim nächsten Mal weiterhelfen bei Tooltime.